der Burg. Nein, ich nicht. Ich will jetzt lieber Boxautos fahren. Dann machen wir es doch so. Lena geht mit Papa in die Geisterburg und ich mit Anna zum Autoscooter. Okay, das können wir so machen. Wir treffen uns danach einfach wieder hier. In Ordnung, viel Spaß. Zwei Karten für die Geisterburg, bitte. Da ist eins frei. Setz dich mal rein. Du musst mit dem Fuß Gas geben und natürlich lenken. Oh, irgendwie ist das gar nicht so leicht. Aber es macht trotzdem Spaß. Die Tickets bitte. Danke, viel Spaß. Der Mann sah ja ganz schön gruselig aus. Ja, aber du brauchst keine Angst zu haben. Der war ja nur verkleidet. Und in der Geisterburg ist alles nur Kulisse und gar nicht echt. Ich weiß. Wow. Aber wo ist der Zug? Ein Vampir! Herzlich willkommen in der Geisterburg! Gleich kommt Ihr Waggon. Oh, ein Vorratskeller. Mäuse! Jemand befreit. 300 Jahre war ich in dieser schäbigen Flasche gefangen. Aber jetzt gehört die Burg wieder mir. Oh nein, ein Flaschengeist! Achtung, da! Ihr müsst hier jetzt aussteigen. Die Schatzkammer ist nur zu Fuß erreichbar. Was? Wir müssen jetzt zu Fuß weiter? Ja, sieht ganz danach aus. Hier geht es lang, aber wir laufen besser etwas vorsichtig und langsam. Oh, hier ist eine Tür. Oh nein, Papa, mach du lieber die Tür auf. Ah, hier ist ja tatsächlich die Schatzkammer. Komm, wir schauen uns das mal an. Oh ja, eine Schatzkiste mit Gold. Ist das echt? Ha, wusste ich's doch. Oh! Ah! Das Gold gehört mir. Ihr seid doch nur hinter meinem Gold her. Ah! Oh Mann, Papa, bin ich erschrocken. Ja, ich auch. Ja, aber das war natürlich kein echter Geist. Schau, da unten steht schon unser Waggon. Ah, gut. Lass uns gleich hingehen. Ah! Oh nein, Papa, wir sitzen in der Falle. Ah, zum Glück, die Tür öffnet sich. Hier wird einem ganz schön was geboten. Ah, jetzt sind wir am Ausgang. Ja. Wir hoffen, es hat euch bei uns gefallen. Oh ja! Aber auch gut, wieder draußen zu sein. Wo sind denn Anna und Mama? Sie wollten doch hier auf uns warten. Sie kommen bestimmt gleich. Puh! Ah! Hast du mich erschreckt? Eigentlich hatte ich für heute schon genug. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Vor 2 Jahren haben wir schon mal eine Geisterbahn gefilmt. Falls ihr dieses Video noch nicht kennt, dann findet ihr hier jetzt den direkten Link dazu.
und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.